Ja, ich habe keinen Strom. Darum wird sich doch gleich gekümmert. So, das müsste jetzt reichen. So, guck mal hier noch mal drauf. Wir können eine Straße rüberziehen. Super. Nein, keine Einbahnstraße. Aber gut, dass es eine geworden ist. Machen wir das ein bisschen so aufgezwirbelt. Ja komm, machen wir den letzten ja noch rüber. Die Ampeln ja vorne noch ausschalten. Sonst kriegen wir einen Kollaps. Aus. Da brennt es schon. Eieieiei. Feuerwache. Oder die Waldfee. Noch einen Sinn. Hier ist die Feuergefahr übelst groß. Ich weiß gar nicht warum. Machen wir gleich noch eine kleine Wache hin. Hier auch eine kleine Wache. Hier ist auch Polizei null vorhanden. Hier oben kommt was große sind. Genau. Guck mal, hier hinten, ne? Passt doch auch super das Gefängnis hin, oder? So in den verdreckten Bereich. Oder hier. Gegenüber so ein Polizeipräsidium. Und ja. Krematorium. Können wir auch mal mit hier reinpflanzen. Sind hier wenigstens ein bisschen happy. So.
Hier können wir jetzt ein bisschen Commercial noch mit reinpacken. Genauso wie hier. Dass sie auch was kaufen können. Und da war es das dann auch schon mal wieder von dieser Folge von Let's Play Cities Skylines. Ich finde, wir haben uns hier schon gut geschlagen. Mal sehen, vielleicht bekommen wir hier noch woanders. Irgendwo die Wahrscheinlichkeit, oh ja, yeah, wird gestorben. Die brauchen wahrscheinlich auch irgendwo ein Krematorium. Stellen wir mal hier auf. Da ist der Weg zu weit. Wie viel Platz haben die Patientenkapazität? 105. Was ist das doch? Ein Krankenhaus, wie groß ist denn das? Packen wir dann mich auch mit hier ins Zentrum irgendwo rein. Diese Hauptstraßen passt das ja perfekt, ne? Zum Beispiel. Der Name, der könnte ja mal, ich füge das mit ein, den Stadtnamen mal in der Beschreibung, beziehungsweise schreibe ich es nochmal in die Kommentare, wo ihr es darauf lesen könnt, dass ihr das auch beachten könnt und dass ihr das auch dann mitschreibt. Ja. So, die Verschmutzung, die kommt jetzt auf jeden Fall weg. Das machen wir noch schnell. Dann setzen wir das. Super. Und es ist dann weniger verschmutzt. Das nimmt doch einiges an Fläche des Wassers ein. Wenn ja doch ein Hochwasser kommen sollte, haben wir jetzt was Neues, nämlich Staudämme. Was heißt Staudamm? Was kann ich das hier drüber bauen? Nee, ich wollte gerade sagen. Können wir ja sagen, so. Da ist es ja ein Staudamm. Ist doch cool, oder? Das hier, das ist ein Kai. Den kann man auch am Ufer lang setzen. Kann man drauflaufen. Weiß leider nicht. Ich glaube, die Kaimau, da kann man drauf rumlaufen. Küste benötigt, genau. Ja, das hier, das sind Kanäle. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, hier ist jetzt ja, oh, ein Kanal.
von hier jetzt so rum, dass das hier ablaufen kann. Jetzt haben wir gerade ein kleines Problemchen hier. Haben wir eine kleine Flutwelle ausgelöst. Die jetzt aber schon wieder Geschichte ist. Perfekt. Perfekt. Die haben jetzt keinen Strom. Kein Bau auf dem Wasser möglich, okay. Von hier nehmen. Da bleibt das ja noch als Erinnerung. Wie ihr seht, wird es auch schon ein bisschen angenommen vom Wasser. Wenn ich das Ding jetzt ausschalte, ne, dann müsste das ja eigentlich auch steigen. Eigentlich. Das ist jetzt ausgeschalten, ne? Genau. Ja, jetzt wird es ja weniger Wasser und hier müsste es jetzt mehr werden. Es wird auch mehr. Oder? Da kommt mir das nur so vor. Steigt das? Nicht wirklich, ne? Das steigt nicht wirklich, weil das hier noch arbeitet. Nö, dann machen wir es mal wieder an. Müsste jetzt ja eigentlich schon mehr rauskommen, oder? Kommt auch ein bisschen mehr raus, meines Erachtens nach. Gut, da war's das von dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis denn. Ciao, ciao. Und nächsten Folge werden wir hier zwischen wahrscheinlich ganz viele Wohnungen bauen. Tschüss, ich mach grad Winke-Winke.